31. August 2018. Es läuft die 9. Minute der Nachspielzeit, als der Brasilianer Diverson von einem Gegenspieler von Cerro Porteño aus Paraguay gefoult wird, doch statt liegen zu bleiben, feiert sich der Ex-Spieler des 1. FC Köln frenetisch, weil er weiß, dass die Zeit für seinen Club läuft. Am Ende zieht Palmeiras São Paulo tatsächlich ins Viertelfinale ein. Diverson sieht für seine Unsportlichkeit jedoch rot. Mehr zu Empfehlungen zum Video. Video 1:03 fataler Fehlpass, ein Moment zum Vergessen. Video 0:30 Meisterschaft Brasilien, Juninhos Abwehr Slapstick. Video 1:05 Hoffenheims Vorfreude auf Manchester City, Pep und ich haben uns schon geschrieben. Video 1:09 Williams Duell bei den US Open, werden uns beide pushen. Video 4:16 Videoanalyse zur DFB-PK, ein Neuanfang ist das sicherlich nicht. Video 1:15 Löws Selbstkritik, das war fast schon arrogant. Video 0:43 Frauen-College-Fußball in den USA, sehenswerter Salto-Einwurf. Video 0:54 emotionaler Abschied von Bastian Schweinsteiger, es war schwer, die Tränen zurückzuhalten. Video 1:52 Mourinho verlässt Pressekonferenz, habe mehr Titel geholt als alle anderen Trainer zusammen. Video 2:14 US Open 2018, mein Favorit ist Djokovic. Video 0:31 irre Szene in der Ligue 1, Junge schnappt sich Ball beim Anstoß. Video 2:46 das allerletzte, zum ersten Spieltag der BVB ist gut, aber Anführungszeichen Punkt.